Willkommen zum MS-Perspektive-Podcast. Ich bin Nele Handwerker, MS-Patientin, Bloggerin und Autorin. Ich bringe dir Interviews, Inspirationen und Informationen über das Leben mit MS und zeige dir Möglichkeiten auf, wie du die Krankheit positiv beeinflussen und das Beste aus der Diagnose machen kannst. Auf ms-perspektive.de findest du die Episodennotizen, 11 kostenlose Tipps als PDF und viele weitere Informationen. Und jetzt beginnt die Sendung. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 149. Uthoff, nein danke, wie du gut gekühlt durch den Sommer kommst. Während der kalten, dunklen Jahreszeit sehen sich wohl die meisten Menschen nach dem Sommer. Doch wenn die Temperaturen 25 Grad übersteigen und tropische Nächte keine Abkühlung mehr bringen, ist MS-Patienten längst die Freude daran vergangen. Das Konzentrieren fällt schwer oder ist gar nicht mehr möglich. Alte Symptome melden sich zurück. Die Fatigue schlägt gnadenlos zu und an Sport oder Zärtlichkeiten ist gleich gar nicht zu denken. Dabei wäre beides so gut für den Allgemeinzustand und das Seelenwohl. Am Klima können wir so schnell nichts ändern, aber es gibt Möglichkeiten, den Körper zu kühlen und den Sommer wieder zu genießen. Ich habe dir dafür ein paar eigene Tipps mitgebracht und außerdem kommt dann ein Interview mit Gabriele Renner von der Kühlfunktionskleidung EQ-Line. Aber legen wir erstmal los. Wie wirkt sich Hitze auf MS-Betroffene aus? Bei einer erhöhten Körpertemperatur sind wir weniger leistungsfähig. Das gilt für alle Menschen. Die Auswirkungen sind aber bei Menschen mit MS deutlich höher. Überall, wo Nervenbahnen von der MS bereits attackiert wurden, kannst du es spüren. Bei mir ist das dann oft das Sehen beeinträchtigt und ich habe leichte Empfindungsstörungen. Genauso gut können Spastiken, die Fatigue, Schmerzen, kognitive Probleme oder andere Symptome stärker werden. Wenn du die Symptome bereits aus der Vergangenheit kennst und sie sich zurückbilden, wenn dein Körper wieder Normaltemperatur erreicht hat, ist es ein Pseudoschub, ausgelöst durch das Uthoff-Phänomen. Wenn die Symptome bleiben, wenn du wieder Normaltemperatur hast, solltest du dich bei deinem Neurologen melden, ja? Bitte wirklich diesen Ratschlag ernst nehmen. Das eine ist ein Wiederaufflackern von Symptomen durch Überhitzung des Körpers. Das andere kann aber ein neuer Schub sein, der natürlich auch bei Hitze ausgelöst werden kann, weil das Stress ist für den Körper. Generell ist Sport sehr gut bei Multipler Sklerose und unterstützt den Körper bei der Regeneration und lindert Symptome. Natürlich haben aber die wenigsten Menschen noch Lust auf Sport, wenn es so heiß ist und sie sich schlecht fühlen. Außerdem nehmen sexuelle Funktionsstörungen bei Hitze zu. Dabei sind körperliche Nähe und Zärtlichkeiten wohltuend für Körper und Seele und lassen MS-Symptome zumindest zeitweise in den Hintergrund treten. Also beides sehr schade, ne? Sowohl, dass man keinen Sport mehr machen kann, möchte, und auch, dass man im Miteinander vielleicht gar keine Lust mehr hat oder es nicht so funktioniert. Das ist beides schade. Doch beginne ich mal mit ein paar Tipps zum Kühlen. Damit es dir, deinem Kreislauf, deinem Körper und deiner Psyche gut geht, gibt es mehrere Möglichkeiten, etwas gegen die Hitze und deren negative Auswirkungen zu unternehmen. Dazu zählt natürlich an erster Stelle ausreichend Trinken. Das ist wirklich eine der wichtigsten Grundregeln bei Hitze. Trinken. Und zwar am besten Wasser oder ungesüßten Tee. Natürlich gehen auch zuckerarme Limonade, Lassis in süß oder salzig, Buttermilch oder Kefir. Das sind alles recht gute Getränke, weil sie entweder viel Wasser haben oder eben mit den Milchprodukten auch dafür sorgen, dass es ganz gut gekühlt wird, wenn du sie verträgst. Ja, gibt ja genug Leute mit Unverträglichkeiten. Übrigens, Cold Brew Coffee schmeckt auch ausgezeichnet. Der muss ungefähr 8 bis 24 Stunden ziehen. Das ist wirklich komplett ohne Erhitzen. Einfach die Kaffeebohnen in Wasser oder eben, also nicht die Kaffeebohnen, den gemahlenen Kaffee natürlich. Das war gerade Quatsch. Und das Schöne am Cold Brew Coffee ist, er enthält weniger Bitterstoffe und Säuren als gebrühter Kaffee. Total lecker. Ich habe es immer nur genossen im Kaffee. Ich habe es bisher noch nie selber gemacht, aber es ist eigentlich nicht schwierig. Man muss bloß rechtzeitig dran denken. Schwere Beine entspannen, ne? Ist ja auch was sehr Typisches. Man steht oder sitzt den ganzen Tag, das Gefühl sackt das ganze Blut in die Beine und dann sind die schwer. Da kannst du eins machen, du kannst auch mal für 5 Minuten deine Beine an die Wand legen. Also du liegst auf dem Rücken, auf dem Boden, hast den Po nah an der Wand. Am besten hebst du noch das Becken an, legst es auf ein Kissen oder auf einer Decke ab. Also auch dein Rücken kann gerne auf einer Decke liegen. Wenn du wiederum einen Boden hast, Steinfliesen, Laminat, irgendwas, was halbwegs kühl sich anfühlt, ist es natürlich auch angenehm, einfach auf dem nackten Boden zu liegen und vielleicht bloß was für den Kopf zu nehmen.
Du öffnest die Beine leicht, also musst du die nicht so ganz nah beieinander haben. Und die Knie bitte nicht ganz durchdrücken, weil das tut ansonsten nach 5 Minuten ganz schön weh. Und dann einfach entspannen. Das funktioniert eigentlich echt gut, bringt Ruhe in den Geist und hilft dir, die schweren Beine zu entlasten, weil dann ja mal die Schwerkraft genau umgedreht wird, ne? Und das Blut auch ein bisschen wieder rauslaufen kann aus den Beinen quasi. Was sind passende Lebensmittel bei Hitze? Dazu gehören Gurke, Wassermelone, Tomaten, Ananas und Beeren. Alles, was schön saftig ist. Oder wie wäre es vielleicht mal mit einem selbstgemachten Eis? Kannst du machen, indem du einfach ein paar Früchte pürierst, bei Bedarf mit Joghurt oder etwas anderem mischen, in eine geeignete Form geben, ab ins Gefrierfach und nach ein paar Stunden genießen. Oder du hast halt die gefrorenen Früchte, die du gleich aus dem Gefrierfach nimmst und dann kannst du gleich so einen kühlen Brei genießen. Auch lecker. Machen ich und meine Tochter regelmäßig. Und die mag das auch total, obwohl wir da keinen Zucker reinbringen. Du kannst deinen Tageslauf eventuell anpassen, ne? Natürlich kannst du das nach dem Vorbild der Südländer machen und morgens früh aufstehen, bevor es heiß wird, schon ein bisschen arbeiten oder was auch immer machen, um die Mittagszeit eine Siesta halten und abends nochmal aktiv werden. Ist eben nur die Frage, ob es sich mit deinem Leben und deinen Verpflichtungen ja, in Einklang bringen lässt. Die Kita meiner Tochter hat das ganze Jahr über die gleichen Öffnungszeiten. Aber was ich machen könnte, ich könnte sie aktuell gleich früh 6:30 Uhr bringen. Mache ich nicht, schaffe ich nicht, aber wäre natürlich möglich und sie dann eher abholen und dann machen wir gemeinsam eine Siesta oder so. In jedem Fall solltest du an heißen Tagen genug Pausen einplanen und die Mittagshitze unbedingt meiden. Wenn du flexible Arbeitszeiten hast, dann nutze sie so gut es geht aus, um den Arbeitstag für dich angenehmer zu gestalten. Vielleicht kannst du auch ein paar Überstunden abbauen. Am besten du besprichst deine Vorstellung zu einer angenehmeren Arbeit, die eben auch unter Hitze dann noch stattfinden muss, ja in der Regel, mit deinem Vorgesetzten. Wenn du von dir aus gleich mit Vorschlägen kommst, wie die Situation zu lösen ist und du dabei gleichzeitig aber deine Aufgaben erfüllst, in einem angepassten Rahmen hat da gewiss niemand was dagegen und dann finden das in der Regel die Vorgesetzten, egal jetzt ob weiblich oder männlich, auch durchaus immer sehr nett, wenn man gleich produktiv mit Vorschlägen kommt. Richtig lüften und Sonnenschutz. Du kannst dir bestimmte Verhaltensweisen angewöhnen. Dazu gehören ganz klassisch nachts lüften und wenn es morgen beginnt warm zu werden, Fenster zu und verdunkeln, womöglich. Außenliegender Sonnenschutz ist natürlich immer besser als innenliegender, weil du dann die Hitze, also die Sonne gar nicht erst reinlässt. Aber wir wohnen hier auch in einer Wohnung, die ist denkmalgeschütztes Haus. Da ist also außenliegender Sonnenschutz nicht möglich. Das heißt, wir haben innen liegende Sachen und haben aber dort, wo die Sonne ranscheint, eine reflektierende Schicht auf dem Rollo, das bisschen, was von der Sonne auf jeden Fall wieder zurückreflektiert wird. Klappt aber natürlich nicht vollständig. Außen ist immer besser. Durchzug machen, das ist zwar angenehm, also wenn du das von abends bis morgens machst, aber Vorsicht bei Zugluft. Am Anfang fühlt es sich vielleicht noch gut an, kann dir aber neuralgische, sprich Nervenschmerzen bescheren. Also ich hatte das schon, dass ich das gemacht habe. Ja, ich gebe auch durchaus Tipps, wo ich die Fehler selber gemacht habe. Hatte dann herrliche Rückenschmerzen, also herrlich waren die natürlich gar nicht. Aber da hatte ich auch nicht viel von gekonnt. Ne? Hat es sich ein bisschen kühler angefühlt und dann hatte ich 2 Tage ziemlich intensive Rückenschmerzen. Am dritten wurde es geringer. War nicht so schön. Kaltes Wasser. Du kannst natürlich deine Füße oder Handgelenke unter den Wasserhahn halten oder auch in einem Wasserbad kühlen. Das ist für kurze Zeit wohltuend und birgt auch keinerlei Probleme. Und wenn du das immer mal wiederholst, also gerade da, wo beim Handgelenk, ne, wo die Gefäße lang gehen, beim Puls, das bringt auch wirklich einiges. Aber bitte mach das nicht stundenlang. Also jetzt Füße in den Eimer stellen, ne? Das ist keine gute Idee. Das kann nämlich schnell zu einer Blasenentzündung führen. Und die sind sehr unangenehm und die meisten von uns haben ohnehin schon Probleme mit der Blase. Da muss man ja nicht von außen noch Probleme hinzuführen. Klimageräte sind ebenfalls eine Option. Allerdings verbrauchen die unglaublich viel Energie. In der aktuellen Zeit keine gute Idee, weil Energie auch immer teurer wird. Sowieso nicht gut für die globale Erwärmung. Denn die muss ja, ne, erstmal erzeugt werden und das heizt somit die globale Erwärmung zusätzlich an.
Außerdem verbannen die sich dich natürlich, wenn es jetzt im privaten Rahmen stattfindet, in einen Raum, der vielleicht noch abgedunkelt ist. Und so den ganzen Sommer verbringen, Dunkelheit und in einem Zimmer eingesperrt, nicht so toll. Ne, wenn es keine andere Wahl gibt, klar, dann ist das so, aber für die Psyche ist das nicht gut. Da kriegst du dann ja vielleicht noch depressive Verstimmungen. Was sehr effektiv ist, ist Verdunstungskälte. Die kannst du nutzen, wenn du zum Beispiel ein Handtuch feucht aufhängst in Fensternähe und beim Verdunsten, also Trocknen des Handtuchs, entsteht kühle Luft, die dann auch ein bisschen noch für ja, eine Luftbewegung sorgt. Wind wäre jetzt übertrieben, wenn es komplett windstill ist. Das eignet sich aber nur, wenn du lüften kannst, also abends bis morgens oder wenn du irgendwie an einer schattigen Stelle auf dem Balkon, im Garten, was auch immer sitzt. In geschlossenen Räumen entsteht sonst nur eine höhere Luftfeuchtigkeit und die ist dann auch wieder anstrengend. Also klar, wenn du ein Klimagerät laufen hast, was sowieso die ganze Zeit die Luft trocknet, ist das natürlich eine Möglichkeit, aber ansonsten machst du dir dann nur den Raum schwül. Aber an sich ist die Sache mit Verdunstungskälte halt eine ganz feine und eine richtig gute Lösung ist Kühlkleidung, die dir nämlich ein normales Leben im Sommer ermöglicht, weil sie das Prinzip der Verdunstungskälte an den Körper bringt und das ohne negative Nebenwirkungen. Um das Thema genauer zu beleuchten, habe ich mir, wie schon angekündigt, Gabriele Renner eingeladen von der Performance International GmbH und mit der werde ich jetzt gleich über Idee und Konzept der Marke Ecoline sprechen. Hallo Frau Renner, ganz liebe Grüße nach Ulm und schön, dass Sie heute da sind und ein bisschen über Ihre Kühlkleidung berichten. Sehr, sehr gerne, Frau Handwerker. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, Sie, fangen wir gleich mal vielleicht irgendwie ein bisschen beim Anfang an. Wie entstand denn die Idee, so eine Kühlkleidung zu entwickeln? Sie hatten wahrscheinlich nicht als erstes MS-Patienten im Sinn. Nein, und wir hatten auch keine Kühlkleidung im Sinn, wenn ich genau nehme. Es war eigentlich ein reines Zufallsprodukt. Wir hatten Babypause, meine Schwester und ich, die ja auch mit dem Unternehmen mit mir zusammenarbeitet. Und wir hatten so eine Beratungsfirma aufgemacht. Das kann man gut nebenher machen, neben Kind und Kegel. Und da war irgendwann so ein Projekt mit so einem Material und das wollten sie irgendwie Richtung Kühlung machen. Aber das ging gar nicht um Kühlung von Kleidung, sondern es ging eigentlich um Kühlung von Sportverletzungen, also so die Icepacks abzulösen. Und dann haben wir irgendwie gesagt, ja, das funktioniert mit dem Material nicht, ist erst nicht kalt genug, zweitens mal gibt es so billige Sachen, in der Apotheke kriegt man ja, keine Ahnung, so ein Icepack für 1,50 oder teilweise geschenkt, das funktioniert so nicht. Und irgendwann nach und nach, dann hatten wir irgendein Beratungsprojekt mit denen und irgendwann haben die aber dann da kein Interesse mehr dran gehabt und dann war es eigentlich fast tot. Und dann haben wir gesagt, Mensch, was machen wir denn damit? Und irgendwann haben wir uns entschieden, lass uns das doch machen. Dann waren die Kinder schon ein bisschen größer und dann haben wir losgelegt. Schön. Familienprojekte finde ich immer gut. Wann begann sie denn die Effekte auf MS-Betroffene genauer zu untersuchen und was kam dabei raus? Also ich bin ja Apothekerin und ich muss ehrlich sagen, ich wusste das nicht mit dem Uthoff-Phänomen bei MS. Mhm. Ich denke mal, viele Ärzte haben wir nachher festgestellt, wussten es auch noch nicht oder wissen es vielleicht bis heute nicht. Also es ist ja nicht so was, was so im Vordergrund steht. Und wir kamen eigentlich drauf, dass die Patienten bei uns angerufen haben. Also muss man ganz ehrlich sein und gefragt haben. Und dann haben wir gesagt, wir müssen es eigentlich erst probieren, ob es überhaupt funktioniert, weil ich möchte auch ungern was empfehlen, was dann nachher nicht klappt. Und ja, dann hatten wir relativ schnell Projekte auch mit Ärzten und Physiotherapeuten und Kliniken und haben dann so eine Anwendungsbeobachtung gemacht und dann auch eine kleine Studie, die dann publiziert wurde. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt können wir nach außen gehen und können das dann wirklich bewerben und sagen, das funktioniert und das bringt einfach Lebensqualität zurück. Okay, schön. Also von den Patienten ein bisschen getrieben. Wie ist denn das genaue Wirkprinzip Ihrer Kühlkleidung? Ich habe ganz kurz schon gesagt, es hat was mit Verdunstungskälte zu tun, aber vielleicht könnten Sie es simpel und dennoch ein bisschen ausführlicher erklären. Ja, es ist im Endeffekt ist es reine Physik, also es ist Verdunstungskälte von Wasser, aber das kann ich natürlich nicht so einfach produzieren. Ich könnte natürlich jetzt sagen, ich leere einen Eimer Wasser über mich drüber. Es funktioniert natürlich auch kaltes Duschen, muss man ehrlich sein. Aber wer kann den ganzen Tag kalt duschen? Das ist ja eigentlich auch kein Zustand. Und wir können praktisch sozusagen die kalte Dusche zum Mitnehmen realisieren, indem wir das Wasser sozusagen fest in unsere Fasern, in unser Vlies mit einarbeiten, durchs Aktivieren mit Wasser.
Wasser einfach und um Wasserhahn. Und damit habe ich im Prinzip immer so einen halben, dreiviertel Liter Wasser mit dabei, der aber für mich schwitzt, der für mich im Endeffekt die Hitze wegnimmt und wir die Hitze in Kühlung umwandeln und dadurch den Kühleffekt auf der Haut haben und damit eben dann auch die MS-Patienten entsprechend kühlen können. Sehr schön, genau. Und das Ganze ohne die ganze Zeit feucht zu sein, das wäre auch ein bisschen blöd irgendwie. Da hat man ja dann negative Effekte. Ja, natürlich. Also man kennt ja das Basecap nass machen und so, aber dann trieft alles, ne? Und dann ist man eben nass und eben, ja, dann ist eben auch Erkältungsgefahr. Wir schauen ja auch mal, dass unsere Produkte auch nierenfrei sind, dass wir da einfach auch vom Gesundheitsaspekt nochmal mehr Dinge mit reinbringen und nicht einfach nur kühlen, damit gekühlt ist. Also das ist eigentlich nicht unser Ansatz. Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie haben auch mit einigen Ärzten zusammengearbeitet und haben sich da Sachen angeschaut. Welche MS-Symptome haben sich denn dank der Kühlung verbessert? Also wir haben am Anfang ging es eigentlich mehr um das Erschöpfungsthema. Das ist auch meistens im Vordergrund. Aber wir haben auch gesehen, dass sich eben die Bewegungsfähigkeit verbessert hat, einfach die Muskelstärke auch. Also das war das, was in Graz an der Klinik auch entsprechend gemessen wurde. Und das hat mich dann schon überrascht, muss ich sagen, weil dass man jetzt wirklich mit Kühlung so große Effekte erzielen kann, da war ich am Anfang schon sehr skeptisch. Aber nachdem dann die Ärzte gesagt haben, das klappt, dann war ich auch überzeugt. Ja gut, eigentlich auch irgendwie nachvollziehbar, ne? Die sozusagen die gestörten Reizweiterleitungen, die funktionieren einfach besser, wenn es kühl ist und das egal, wo die Nervenfasern liegen. Also das hatte ich auch in dem vorangegangenen so ein bisschen kurz schon mal erklärt. Genau. Wie lange hält denn der positive Effekt auf den Körper an, wenn ich die Kühlkleidung ausgezogen habe? Also die meisten sagen so teilweise 10 bis 20 Minuten bleibt dann der Kühleffekt erhalten, wobei jetzt dass man die Kühlung direkt merkt, aber der Effekt auf die Symptome ist teilweise sogar noch ein bisschen länger, bis zu einer Stunde. Na, also das ist aber sehr, sehr individuell, weil jeder Mensch ist einfach anders. Also da kann man jetzt nicht so auf die Minute genau das sagen, aber so grob kann man schon davon ausgehen, dass wenn man jetzt die Kleidung auszieht, dass sie trotzdem noch der Effekt einfach noch eine ganze Weile erhalten bleibt. Sehr gut. Das heißt also, wenn man sozusagen vielleicht auch sich mal wieder den körperlichen Freuden hingeben will und bis kurz vorher die Kühlkleidung trägt und dann auszieht, hat man gute Chancen, dass man da sein sozusagen noch ein bisschen Spaß haben kann und dann ist der Körper zwar wieder erwärmt, man hatte aber seine Freude. Weil das habe ich halt auch, ne, es geht ja auch darum, dass es Dinge gibt, die werden vielleicht nicht ganz so oft angesprochen, aber sexuelle Funktionsstörungen sind ja auch ein Problem. Und das ist schade, wenn man jetzt einen ganzen Sommer mit seinem Partner nicht mehr intim werden kann, ne? Das wäre einfach zu schade. Nee, also das war auch ein Thema, auf das wir selber gar nicht gekommen wären. Das haben uns auch eben Betroffene einfach erzählt. Und dann haben wir das mal recherchiert und haben dann auch wieder Experten gefragt. Und dadurch haben wir dann eben festgestellt, wow, das ist ja auch Lebensqualität, ne? Wie Sie sagen. Also das gehört ja zum Leben einfach auch dazu. Genau. Und wenn man da entspannt ist, dann ist es doch auch viel, viel schöner. Genau. Welche Kleidungsstücke gibt es denn und was sind die beliebtesten dabei? Sie haben ja, glaube ich, mittlerweile ein relativ großes Portfolio. Ja, es gibt verschiedene Kleidungsstücke. Man kann rein theoretisch von Kopf bis Fuß kühlen, aber die Kühlwesten oder die kühlenden T-Shirts, also alles, was im Oberkörper ist, ist im Prinzip Nummer 1 in der Verkaufsrangliste sozusagen. Dann kommen die Kopfbedeckung eigentlich und dann die Armkühler und dann der Rest. Also das ist so ganz grob die Reihenfolge. Wenn man den Oberkörper und den Kopf kühlt, hat man natürlich immer den besten Effekt, weil die zwei Dinge zusammen an und für sich das meiste ausmachen, ne? Also damit hat man fast allen Fällen 100% Leistung. Kann ich nur bestätigen. Ich durfte ja auch hier was ausprobieren. Ich habe so ein Halstuch und eine Weste. Und okay, Halstuch braucht man nicht, wenn man die Weste hat, weil die automatischen Kragen dabei hat. Aber das Halstuch kann man halt extra tragen. Und ich habe dann wirklich in der Sonne gestern geackert hier am Südhang in Dresden. Hier wächst nicht umsonst Wein. Es kann sogar demnächst Rotwein, glaube ich, wird sogar schon angebaut. Das ist nochmal ein Stück wärmer geworden. Und ich war also am Körper war es total angenehm, aber der Kopf wurde halt trotzdem heiß von der ganzen Anstrengung. Und ich habe gedacht, oh, also jetzt, wo es so schön ist, brauche ich als nächstes, muss ich mir von Ihnen besorgen, ein Cappy oder ein Bandana. Das weiß ich noch nicht, muss ich noch überlegen, bevor ich es bestelle. Aber das war wirklich angenehm zu sehen. Also ich habe da eine Stunde gearbeitet in der Hitze. Dann hält sicherlich der gesamte Kühleffekt nicht ganz so lange an, weil es halt in der Hitze war, ne, in der Sonne. Dann kühlt es gut.
aber es hatte auch bis abends war die Weste noch durchaus kühl und wir reden von, ich habe glaube ich so um 2 da gearbeitet. Aber man merkt dann den Unterschied auf einmal. Ne? Vorher wäre ich ohnehin aus der Sonne rausgegangen, weil es mir zu heiß geworden war. So war es okay, aber der Kopf wurde heiß. War ein spannendes Experiment. Ich werde das weiter optimieren. Ja, nee, also man muss natürlich immer ein bisschen mitdenken. Wir haben ja keine Klimaanlage, in die man sich reinsetzt sozusagen, sondern man muss halt einfach die Physik und den Körper natürlich ein bisschen anschauen. Und es klappt, sobald die Sonne scheint, dann muss man einfach was auf den Kopf setzen. Das ist einfach so. Und da reicht halt die normale Sonnenhut normalerweise nicht aus, sondern dann braucht man einfach auch noch ein Stück Kühlung dazu, weil man hat halt die Strahlungshitze dann doch enorm ist, ne? Genau, aber ich hatte auf jeden Fall keinerlei Symptome, es war bloß zu warm. Also konnte gut sehen, das ist bei mir immer so, das Sehen wird dann schlechter. Und das ist ein wackeliger Weg mit alten Sandsteinen da hoch, das war auch kein Problem. Also danke an dieser Stelle auch von mir für die tollen Produkte. Wie schnell ist denn die Kleidung aktiviert und wie lange hält dann so ja der Effekt an? Ja, unter dem Wasserhahn geht es wirklich in Sekundenschnelle. Man darf es wirklich einfach nur drunter halten von beiden Seiten. Und dann ist es an und für sich schon fertig. Einrollen, das Restwasser, was jetzt nicht aufgenommen wird, kurz ausdrücken und dann noch mit dem Handtuch abtrocknen. Dann kann man an und für sich schon losgehen. Also das geht wirklich ganz schnell. Mit dem Basecap oder mit einer anderen Kopfbedeckung geht es genauso schnell. Auch einfach nur unter den Wasserhahn halten. Und ja, und dadurch, dass es halt so schnell geht und bei jedem Wasserhahn möglich ist, kann ich rein das theoretisch jetzt auch einen Fluss oder einen Bach oder wegen mir eine Wasserflasche nehmen. Also ich bin da auch wirklich mobil damit und muss jetzt mir nicht irgendwie einen Kühlschrank anschließen. Das spart natürlich nicht nur Energie, sondern auch Zeit, ne? Und man ist flexibel. Ja, super, genau. Und ich kann nur den Tipp geben, ich habe so eine Kühlweste, wo man den unteren Teil mit einem Reißverschluss abtrennen kann. Das habe ich nicht abgenommen, weil ich mir die Gebrauchsanweisung nicht durchgelesen habe. Da steht es richtig drin. Aber der Stoff war dann nass und blieb nass. Da es aber draußen so warm war, habe ich es trotzdem auch dran gelassen, habe es nicht abgemacht. Aber das ist dann nicht optimal, weil da hat man dann tatsächlich was Feuchtes auf der Haut. Steht aber in der Gebrauchsanweisung drin. Also wenn man einfach Gebrauchsanweisung liest und nicht meinem schlechten Beispiel folgt, dann funktioniert das auch alles bestens. Ja, es ist halt wie immer, das ist auch, wenn man ein neues Handy bekommt, weiß man nicht sofort, wie es klappt. Und wenn man dann die Gebrauchsanweisung nicht liest, dann geht es auch meistens nicht so richtig gut. Aber im Normalfall ist es schon intuitiv und ja, man kann also nicht falsch machen. Es ist ja einfach. Es ist schon einfach im Prinzip nur ein Wasserhahn, das Produkt. Und es trocknet ja auch dann Gott sei Dank wieder. Genau. Ja. Das ist auch nicht dramatisch. Und das ist auch nur sozusagen ein einmaliger Fehler. Dann beim zweiten Mal passiert es mir nicht mehr. Wie stark wird denn der Körper ungefähr gekühlt und welche äußeren Faktoren spielen dabei eine Rolle? Also wichtig ist natürlich immer auch die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit, als auch die Luftbewegung. Also die Hitze ist ja klar, wenn die Sonne scheint, ist es immer noch mal heißer. Wenn kein Wind geht, ist es auch noch mal heißer. Und wenn es dann noch schwül ist, ist es noch mal heißer. Also das ist ja immer so die gefühlte und die echte Temperatur. Und deswegen ist es bei der Kühlweste eigentlich genauso. Also wir haben auf dem Material, wenn man das jetzt einfach so mit einem Thermometer misst, haben wir zwischen 16 und 20 Grad. Und das liegt eben auch daran, je nachdem, wie heiß es ist, je heißer es ist, desto kühler ist es und umgekehrt. Also das reguliert sich in einem bestimmten Rahmen auch ein Stück weit. Und damit hat man wie so eine automatische Klimaanlage eigentlich. Aber man hat eben den Vorteil, es ist nie zu kalt. Also man hat kein Eis auf der Haut. Dadurch macht man auch nichts falsch irgendwie. Man kann sich nicht erkälten oder ein Lymphsystem oder irgendwas beeinflussen, sondern man hat an und für sich nur eine Balance von der Körpertemperatur auf einem normalen Niveau. Und das ist ja genau das, was man eigentlich will. Sehr gut. Ja, das wäre jetzt sonst auch meine nächste Frage gewesen, aber Sie haben es schon beantwortet. Man kann sich nicht zu stark kühlen. Das kann nicht passieren. Genau, also Sie können eigentlich zusätzlich noch in den Kühlschrank legen, das geht auch noch. Das haben auch manche machen das, wenn es extrem heiß und extrem schwül ist, legen die dann auch manchmal so ein Stirnband oder ein Halstuch mal in den Kühlschrank. Aber im Normalfall braucht man das überhaupt nicht, sondern das reicht völlig aus, wenn man die normale Kühlung verwendet, weil es eben nicht so kalt sein soll. Also das ist, der Körper reagiert ja gerade, wenn man auch eiskalte Getränke zum Beispiel zu sich nimmt, reagiert ja eher dagegen und schwitzt dann noch mehr. Und das würde jetzt auch passieren, wenn Sie jetzt eiskalte Westen nehmen würde. Es gibt ja Eiswesten auch mit so Eispacks zum Reinstecken und so Sachen. Aber das ist einfach viel zu kalt, weil da schädigt es einfach das Lymphsystem sofort und das muss eigentlich nicht sein. Hm. Wie sieht es denn mit dem Tragekomfort und der optischen Alltagstauglichkeit aus? Ich habe ja eine schicke rote Weste, weil ich rot auch eine meiner zwei Lieblingsfarben ist, was ich ja sehr gut finde. Und die ist auch echt ganz hübsch. Und ich kenne jetzt das Tuch, aber ich habe die anderen Sachen nicht im Original gesehen.
Ja, also das war uns eigentlich auch immer ganz wichtig, dass wir die Sachen auch wirklich ja, vernünftig ausschauen und dass wir haben auch zwischenzeitlich sogar einen Designpreis fürs T-Shirt und für die Race-Weste bekommen. Also wir schauen schon, dass es einfach gut aussieht. Und wenn man das halt bei anderen Produkten oft anschaut, die sehen dann irgendwie so plastikmäßig aus oder irgendwie komische Farben. Also wir sind natürlich auch Frauen, vielleicht liegt das auch daran, da achtet man vielleicht auch mehr auf die Optik als jetzt bei Männern. Aber ich finde es schon wichtig, dass man vernünftig damit ausschaut. Und das ist es einfach der Fall. Also es passiert, das Einzige, was einem passieren kann, ist, dass einer sagt, wie bei dem Wetter hast du noch eine Weste an, ne? Weil es ja eh so heiß ist und gar nicht auf die Idee kommt, dass es ja eine Kühlweste ist. Also das ist das Einzige, was einem passieren kann. Ansonsten sehen die Sachen entweder extrem sportlich aus oder eben auch wirklich wie eine normale Steppjacke oder Steppweste und kann also jeden Tag überall verwendet werden. Sehr gut. Ich bin mir sicher, das hätte, naja, bei Männern, zumindest die Wahrscheinlichkeit wäre größer geworden, dass es nicht so gut aussieht. Gibt natürlich auch ganz viele schicke Männer, will hier niemanden vor den Kopf stoßen. Kann man denn bestimmte Produkte auch beim Schlafen nutzen, wenn es nachts zu warm bleibt? Weil ich kann mich an viele Nächte erinnern, wo ich heiße Füße, Beine habe und dann nicht schlafen kann, weil es mir so warm ist. Ja, absolut. Also wir haben einmal schon das Big Pad, das haben wir schon ein bisschen länger im Programm. Das ist so ein wie so eine Art Handtuchsgröße, so 50 mal 100 Zentimeter. Das nehmen viele ganz gern zum Einschlafen her und werfen es dann halt irgendwann aus dem Bett raus, wenn sie es nicht mehr brauchen. Wir haben jetzt aber zwischenzeitlich, weil wir festgestellt haben, dass immer mehr auch zum Beispiel die Wadenkühler zum Schlafen verwendet haben, weil gerade wenn es eben an den Füßen heiß ist, ist auch eine gute Maßnahme. Und wir haben jetzt auch neuerdings eben eine Bettdecke, die auch wirklich komplett Pads beinhaltet, die eben auch aktiviert werden können, wobei man das in dem Fall noch nicht mal ins Wasser unter den Wasserhahn halten muss, sondern es reicht im Normalfall sogar aus, wenn man die einfach nur einsprüht. Da ist auch noch so eine Sprühflasche dabei, der das sehr, sehr gut geht. Und dann kann man das ein bisschen nach dem eigenen Bedarf auch machen. Also man kann unterschiedlich die Pads einsprühen oder nicht einsprühen oder aktivieren oder nicht aktivieren. Also dazwischen ist immer noch so ein sehr gut luftdurchlässiges Meshmaterial eingearbeitet. Also damit hat man eigentlich alle Möglichkeiten. Das klingt super. Also ich wohne hier zum Glück nicht mehr im Dachgeschoss in Berlin, aber da war es wirklich grausam. 30 Grad, 32 Grad nachts. Das war nicht schön. Also für all die da draußen, die dort noch an solchen Stellen wohnen. Genau, und man kann halt einfach, wenn man dann mal ein, zwei Nächte nicht gut schläft, das macht einfach was mit einem. Also da ist einfach dann der Tag auch schon nicht so wirklich gut in Form. Und ja, da muss man dann sich schon was einfallen lassen. Schlafen ist einfach für den Körper, egal in welchem Bereich, immer extrem wichtig. Genau. Jetzt, wenn man die Sachen die ganze Zeit trägt, dann schwitzt man ja trotzdem irgendwie. Kann man denn die Kleidung auch waschen? Ganz wichtig, ja. Also Hygiene ist ja sowieso extrem wichtig. Also wir haben uns am Anfang schon überlegt, wie kann man das Ganze so entwickeln, dass man es waschen kann, weil die meisten Kühlwesten kann man nicht waschen. Mhm. Weil da geht ja immer davon aus, dass man Kleidung grundsätzlich waschen kann, was bei den Kühlwesten aber halt leider nicht der Fall ist. Und dann haben wir von Anfang an gesagt, es muss auf jeden Fall waschbar sein. Und wir sind auch die einzigen, die man sogar in der Industriewaschmaschine waschen kann. Also man kann die wirklich in die Waschmaschine schmeißen. Und man kann sie dann auch mal mit Hand rauswaschen, wenn es mal schnell gehen muss abends, klar, aber im Normalfall kann man es wirklich ganz normal waschen und wir haben auch noch ein entsprechend antibakterielles Ausrüstung mit reingepackt in die Stoffe, sodass also da auch die Hygiene wirklich an Nummer 1 steht. Sehr gut. Wenn man die Sachen wäscht, wenn man die Sachen trägt, dann altern die natürlich auch genau wie andere Kleidungsstücke. Welche Lebensdauer haben die denn so ungefähr? Also wir haben die Produkte ja nicht nur bei MS oder anderen Erkrankungen im Einsatz, sondern auch zum Beispiel im Arbeitsschutz, in Stahlwerken, Gießereien, können Sie sich vorstellen, da passt keiner auf die Produkte auf. Die landen da irgendwo im Eck teilweise. Und wir haben durchschnittlich 2 Jahre, aber bei MS-Patienten weiß ich, da haben wir teilweise 5 und auch noch länger. Also wir haben immer wieder Betroffene, die anrufen und sagen, boah, jetzt habt ihr ein T-Shirt, das wäre eigentlich auch toll, aber meine Weste funktioniert eigentlich noch. Und und dann sagt man, ja, dann gibt man das Geld vielleicht nicht aus und sagt, okay, das spare ich mir nochmal, bis wirklich das Produkt kaputt ist. Also durchschnittlich 2 Jahre immer, aber wie gesagt, im Normalfall länger. Und das liegt dann daran, dass die Leute in der Industrie, wo sie die größeren Erfahrungswerte haben, die wahrscheinlich noch viel regelmäßiger tragen und einem MS-Patient nur im Sommer? Ja, absolut. Also gerade in der Gießerei, da ist eigentlich das ganze Jahr warm. Da hat man selbst im Winter noch 40 Grad und da ist natürlich noch eine andere Beanspruchung. Auch die haben dann meistens noch was drüber oder haben dann noch irgendwie Gerätschaften drumherum oder irgendwas. Also das wird ganz anders strapaziert als jetzt im Freizeit- oder im Arbeitsbereich jetzt bei MS.
Wie nachhaltig ist denn die Produktion? Das ist heutzutage auch immer ein ganz wichtiges Thema. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und das Verrückte ist, dass wir am Anfang ganz viele Dinge gemacht haben, die heute nachhaltig sind, von denen wir aber damals gar nicht wussten, dass es das Wort gibt, mehr oder weniger. Also wir haben von Anfang an eigentlich Abfallfasern auch in der Konstruktion der Technologie mit eingearbeitet und das auch noch weiter ausgebaut. Wir sind noch nicht bei 100%, aber wir sind da weiterhin dran. Dann haben wir immer eine regionale Produktion bevorzugt, also möglichst in Deutschland zu produzieren oder maximal eben im europäischen Ausland. Also alles, was wir produzieren, ist irgendwie 500 Kilometer maximal von uns weg. Also wir haben keine Flugreisen in dem Sinn, dass wir die halbe Produktion durch die Welt schicken müssen. Also wir haben da wirklich ganz, ganz viele Dinge schon vorher gemacht, die natürlich absolut Sinn machen. Wir können sie sogar recyceln. Das ist ein Projekt der letzten 2 Jahre. Also wir können daraus dann Kugelschreiber machen oder Stühle und was auch immer. Also alle möglichen Dinge. Also das wäre für uns schon immer irgendwie wichtig, dass wir einfach da eine vernünftige Arbeitsbedingungen in der Produktion. Also es ist ja auch nachhaltig. Das geht ja nicht nur um Klimaschutz, sondern eben auch, dass das drumherum einfach passt. Den größten Hebel haben wir allerdings wirklich darin, dass wir einfach viel, viel klimafreundlicher sind als eine Klimaanlage, weil wir da eben bis zu über 90% CO2 sparen, weil Klimaanlagen sind echt der absolute Klimakiller. Ja, ich habe 1,5 Jahre in den USA gelebt. Genau, das ist dann schon krass. Die kühlen sich auch so runter, dass es jeder andere von außerhalb ja erstmal krank wird. Und so runterkühlen müsste man nicht immer, aber sie machen es halt. Aber gut. In welchem Preisbereich liegen denn die Produkte? Jetzt haben sie uns ja so den Mund wässrig gemacht. Und wie gesagt, ich kann es auch nur unterstützen. Das ist echt eine tolle Erfahrung, die ich jetzt hier schon so ganz kurz gemacht habe. Denn das ist ja auch entscheidend, wie teuer das ist. Und hat man Chancen, dass die Kasse oder irgendein anderer Träger vielleicht die Kosten übernimmt? Also wir hatten von Anfang an immer das Ziel, dass wir natürlich möglichst preisgünstig sind. Deswegen verkaufen wir auch nicht über 3 Stufen, sondern machen das eigentlich ziemlich direkt. Wir haben allerdings eben die Produktion in Deutschland. Also wir haben eben keine Asienware und die Technologie ist relativ schwer herzustellen. Aber wir haben eine Preisrange von, ich denke mal, 29 Euro fängt es an, eben bis auf 249 Euro für die Hose zum Beispiel. Also da gibt es eigentlich alle Spielarten. Die Bettdecke ist nochmal ein Tick teurer, aber die anderen Produkte liegen einfach immer so in ein bisschen hochwertigerer Sportkleidung. Und im Normalfall klappt das eigentlich ganz gut, wenn dann wünscht man sich's vielleicht mal zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Also wir haben auch ganz, ganz viel Servicematerial, das wir dann zur Verfügung stellen, damit man es bei der Kasse einreichen kann. Und ich habe schon von vielen gehört, wenn man dann 2-mal nochmal nachhakt bei der Kasse, dann machen es viele dann doch. Also man muss da einfach ein bisschen hartnäckig bleiben. Und wie gesagt, es gibt auch so ein Schreiben zum Beispiel von uns, wo man dann dem Arzt geben kann, dass er das praktisch nur als Vorlage verwenden kann, sich nicht selber ausdenken muss und dann ein Schreiben macht, dass man die Kasse einreichen kann. Also wir haben da wirklich viel, viel Möglichkeit. Bis hin eben zu einer Stiftung, haben wir aber so einen Merkplatz und eine Checkliste, auf der kann man das sehen, was es alles für Möglichkeiten gibt. Und bisher, glaube ich, haben wir alles finanziert bekommen. Das super, genau. Und ich packe das auch auf jeden Fall in die Shownotes rein. Sie haben mir das ja netterweise zukommen lassen, dass man da auch gleich diese Unterstützungsmöglichkeiten hat. Ne? Genau. Das ist nämlich, glaube ich, ganz gut. Da muss nicht der Arzt irgendwie sich da was aus den Fingern saugen, sondern hat gleich was Vorgefertigtes, was fundiert ist. Und das ist dann auch einfacher, da bloß noch die entsprechenden Eckdaten einzutragen. Ja, und es ist ja auch so, dass die DMSG das ja auch empfiehlt, also jetzt nicht unser Produkt, aber grundsätzlich Kühlwesten, also das hilft natürlich alles auch. Und ich glaube, es kommt halt immer mehr, weil das Thema Hitze jetzt immer präsenter wird, auch bei Leuten, die bisher damit gar keine Berührung hatten, die plötzlich wissen, oh hoppla, Hitze ist vielleicht doch nicht so ganz ohne. Ja, ja, da habe ich auch gestern, habe ich erst gelesen, der Professor Dr. Flachenegger, den ich auch bei mir im Studium haben werde, was ich demnächst beginne, der hat auch richtig explizit, war ein relativ kurzer Text mit Empfehlungen und da waren unter anderem Kühlkleidung mit dabei. Kühlwesten halt ist erstmal so mit das Günstigste, aber eben die anderen Kühlmöglichkeiten gibt es auch. Genau. Welche Rückmeldungen erhalten Sie denn von Nutzerinnen und behandelnden Ärzten so? Ja, also das ist wirklich super, super schön manchmal, muss man wirklich sagen. Also wenn man hier schlechte Laune hat, dann sage ich immer, setzt euch einfach ans Telefon. Sobald es heiß ist, rufen dann die MS-Betroffenen, aber auch andere mit Parkinson und allem Möglichen an. Und es ist wirklich so ein Gute-Laune-Thema, weil das so viel Dankbarkeit auch rüberkommt. Also ich habe hier immer zum Beispiel an meinem Computer habe ich so einen Zettel von Herrn Brünig zum Beispiel, der schickt immer regelmäßig Merci-Schokolade oder irgendwas, wenn er wieder ein Produkt bekommt. Also das ist
wirklich sehr, sehr schön. Und ich freue mich wirklich, dass wir die Lebensqualität und einfach auch die Symptome bei MS damit wirklich verbessern können. Also und ja, es ist ja nicht so einfach, Dinge zu tun. Und es freut mich, dass uns das gelungen ist. Ja, ja, ja. Also ich kann nur 2 Jahre, weiß ich, in der Berliner Wohnung schwanger und dann meine Tochter damals 1 Jahr alt oder so. Da haben wir noch in Berlin gewohnt und es waren heiße Sommer, teilweise mit mehreren Tagen wirklich heiß. Und ich habe im Dunklen, in der dunklen Kammer gehockt, um irgendwie halbwegs zu überleben, in Anführungsstrichen. Und habe mich gar nicht rausgetraut und kam mir aber dann wiederum wie im Gefängnis vor. Also es ist ja ganz schrecklich. Also es war halt sicherlich unter der Schwangerschaft bei mir erhöht. Bei mir ist es sonst zum Glück toi 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 nicht so schlimm. Aber in Städten steht ja auch die Luft noch mal viel mehr. Jetzt wohne ich halt am Fluss, da geht immer ein bisschen Wind. Das ist auch schon mal ein bisschen weniger dramatisch. Aber das ist wirklich toll. Kann ich mir gut vorstellen, dass ihr da oft Dankeschön bekommen. Wo findet man denn Ihre Produkte? Sie haben ja schon gesagt, Sie versuchen es möglichst direkt zu machen mit dem Vertrieb. Genau, also wir haben einen Online-Shop, also von der Seite www.e-kulan.de kommt man direkt auch auf den Shop-Button oder direkt in den Shop, wenn man uns einfach in die Suchleiste bei Google eingibt. Von daher, das ist relativ einfach und da kann man dann unter Kopfkühlung, Armkühlung oder eben Körperkühlung auswählen oder auch die Bettdecken alles finden und kann die dann einfach bestellen und wird direkt dann von uns verschickt. Sehr gut, genau. Ich packe es auch auf jeden Fall auch das in die Shownotes rein und in den Blogartikel. Also wenn du dir das jetzt nicht gemerkt hast, dann guckst du da einfach nochmal nach und dann findest du das. Welche Entwicklung wünschen Sie sich denn beim Thema persönliche Kühlung in den kommenden 5 Jahren? Ja, also ich bin jetzt zwischenzeitlich dran, die Hitzeaktionspläne der Städte zu unterstützen. Das ist ein Thema. Ich denke, es ist ja nicht nur MS. Zwischenzeitlich sind ja viele ältere Personen, aber auch andere. Also das hat gar nicht unbedingt mehr mit dem Alter oder mit einer Erkrankung zu tun. Einfach viel mehr Leute haben Hitzeprobleme. Klar, weil es immer länger und stärker heiß wird. Aber natürlich auch den Bereich Nachhaltigkeit. Also, dass eben weniger Klimaanlagen eingebaut werden und mehr Alternativen angeschaut werden und wir haben jetzt auch dran, da gerade die kühlenden Vorhänge zu lancieren, damit man auch die Raumkühlung nochmal unterstützt. Das ist ein Thema und eben auch vielleicht in Zukunft über die Kühlung direkt der Wände oder der Decken von den Gebäuden noch mehr zu machen. Also das sind wir gerade mit Architekten dran, bis hin zum Fahrzeug. Klar, ich meine, jetzt haben wir die Elektromobilität, aber wenn man jetzt eine Klimaanlage im Auto anmacht beim E-Auto, dann kommt mal nur die Hälfte der Strecke weit und das ist ja sowieso schon ein Problem an dem Thema. Und da sind wir jetzt auch gerade dran mit 2 Automobilherstellern, ob man vielleicht unser Material da in die Deckenkonstruktion oder Seitenkonstruktion mit einbauen kann und das eben automatisiert dann entsprechend zur Kühlung zu unterstützen und eben weniger Klimaanlage zu brauchen oder vielleicht, wenn es nicht so heiß ist, vielleicht auch gar keine. Spannend. Großartig. Finde ich toll, wie engagiert Sie da sind. Wirklich toll. Wollen Sie den Hörerinnen und Hörern zum Schluss noch was mit auf den Weg geben? Ja, einfach simple Prinzipien benutzen. Man muss nicht immer die Klimaanlage einschalten. Man kann die zumindest reduzieren, indem man unsere Produkte nimmt. Und für draußen geht sowieso keine Klimaanlage. Also dann, ja, einen coolen Sommer wünsche ich allen. Danke. Frau Renner, es war mir eine Freude, dass Sie mein Gast waren. Vielen Dank, dass ich auch von Ihren Produkten was ausprobieren durfte. Und ich bin auch schon Fan. Ich höre mir auf jeden Fall was weiteres und werde es auch weiterempfehlen. Ja, vielen Dank und ganz viel Erfolg für Sie und toll, wie engagiert Sie sind. Ich werde das auch weiter verfolgen und freue mich dann bei all dem, was Sie weiterhin erreichen. Sie haben ja schon ganz viel erreicht. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Frau Handwerker. Tschüss. Tschüss. Natürlich kann man auch langfristig was für eine bessere Kühlung tun, um die angenehmeren Temperaturen in Zukunft zumindest ein bisschen mehr herbeizuführen oder zumindest den Trend, dass es immer heißer wird, zu stoppen. Und da lauten irgendwie die Schlagworte mehr Bäume, mehr Wasser, weniger versiegelte Flächen. Denn gleich ganz oben steht das Pflanzen und die Pflege von Bäumen. Ich habe ja selber 13 Jahre in Berlin gewohnt, wo wirklich sehr viele Straßen mit Bäumen bepflanzt sind. Oft schöne, große, alte Bäume, die in heißen, trockenen Sommern zusätzlich gegossen werden müssen. Aber unter diesen Bäumen ist es auch gleich wirklich ein ganzes Stück kühler, angenehmer. Und in einem Park, der womöglich noch Wasserflächen oder Wasserläufe hat, nimmt der Effekt nochmal um einiges zu. Wichtig sind auch Luftschneisen durch Städte, die ermöglichen, dass nachts ein besseres Auskühlen stattfinden kann. Dass da also die kühle Luft von der Umgebung in die Stadt rein kann und die warme Luft raustragen kann. Und versiegelte Flächen, die wieder geöffnet werden und bepflanzt werden,
speichern auch nicht mehr länger Hitze und können im besten Fall sogar zu einer Kühlung beitragen. Wenn du also in einer Stadt wohnst, kannst du dich dafür engagieren und deine Stimme erheben, dass mehr Aktionen hin zu einer Begrünung gestartet werden. Auch bepflanzte Dachflächen oder Häuserfassaden helfen mit. Und je mehr Pflanzen es in der Stadt gibt, desto besser können diese auch extreme Wassermassen aufnehmen. Denn Starkregen gehört ja leider auch zu dem geänderten Klima, was wir mittlerweile haben. Aber auch in ländlichen Gebieten oder dem eigenen Balkon, der Terrasse, dem Garten kannst du aktiv werden. Pflanze einen Baum, eine Hecke, vielleicht ein bisschen Gemüse, Obst oder Blumen. Am besten alte und robuste Sorten, wenn es um Obst oder Gemüse geht. Und natürlich geht das auch für die Blumen und schau, dass die Tiere, nämlich vornehmlich Insekten, auch etwas davon haben. Pollen und Nektar, der zugänglich ist und nicht in einer üppigen Blüte, die keine Biene oder Hummel durchdringen kann, ist viel besser. Also wir hatten in dem Garten, wir haben ja ein Jahr jetzt an der Nordsee gewohnt und da waren ganz dicke Rosen, die sahen gut aus, die haben auch zum Teil geduftet, aber da kommt halt keine Biene durch. Die waren so prall gefüllt und die alten Sorten, die haben halt ein paar Blütenblätter. Und die Insekten kommen noch ran, also auch das ist schon mal besser. Ne? Und so, wenn es schön grün ist, macht das ja außerdem auch gleich noch gute Laune und gibt schicke Fotomotive her. Was noch? Weniger Konsum, mehr Recycling. Damit unsere Städte nicht noch mehr aufgeheizt werden, kannst du jeden Tag als Konsument mit dazu beitragen, indem du weniger konsumierst bzw. Sachen kaufst, die regional hergestellt wurden bzw. saisonal verfügbar sind. Regelmäßig weniger rotes Fleisch essen oder einen vegetarischen Tag in der Woche einführen. Das reduziert bereits die Transportkosten im Jahr deutlich, die für dich anfallen. Und wenn man das dann einfach auf ein paar Leute hochrechnet, macht das schon ganz guten Effekt. Und ne, also einen Tag vielleicht einfach anpassen in der Woche, ist ja wirklich nicht dramatisch. Das geht vielleicht. Ich sage ja nicht, dass du alles umstellen musst. Bin da auch immer eher ein Freund von Dinge anpassen, die machbar sind und trotzdem noch Spaß am Leben haben. Und muss es wirklich eine neue Mode jedes Vierteljahr oder sogar öfter sein? Ich persönlich bevorzuge Sachen, die mir lange gefallen und halten, da sie wertig hergestellt wurden. Klassisch, aber nicht langweilig. Bin gerne bunt angezogen und vergnügt und habe, glaube ich, ganz schicke Sachen so. Und natürlich reparieren statt neu kaufen und recyceln ergänzen die Sache. Oder eben mal ein selten benutztes Gerät vom Nachbarn leihen oder von irgendwo anders her oder diesem zur Verfügung stellen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Probier doch mal eine aus und wenn du sie leicht integrieren kannst, dann kannst du vielleicht auch mit der Zeit eine zweite Sache hinzunehmen. Und so kannst du mit kleinen Schritten sehr weite Strecken oder hohe Berge erklimmen. Nur nicht alles auf einmal machen, das frustriert in der Regel. Zum Schluss noch weniger Klimaanlagen, hitzetaugliche Bauweise. Natürlich kann man auch von Anfang an so bauen, dass der Wohnraum besser gegen Hitze gerüstet ist, indem man kleinere Fenster hat. Nicht diese ganz riesigen, ja, die sind schön, aber in den immer heißeren Sommern ist halt auch schwierig. Entweder du musst sie komplett zumachen und beschatten, aber bei einem kleineren geht es vielleicht, dass du es auflassen kannst, weil da halt nicht ganz so viel Sonne reinkommt. Dicke Mauern sind gut, ne? Oder eben eine Holzkonstruktion, die gut isoliert. Diese beiden Sachen sorgen für eine gute Wärmedämmung von Anfang an und dann ist auch so auf harten Fußböden, also alles andere außer Teppich, ist es auch schön kühl, ne? Wenn du Stein hast, wenn du Laminat hast, wenn du ja, Parkett in der Regel auch. Das kühlt halt auch schon mal ganz nett runter oder was es da heutzutage alles gibt. Wir haben jetzt hier Linoleum, nee, nicht Linoleum, Quatsch, Vinyl. Und das ist auch recht angenehm kalt. Und bei der Wahl der Wohnung kann ich nur sagen, ein Dachgeschoss ist zwar schön vom Blick, ist aber einfach ungünstig, da warme Luft nach oben steigt. Also wir haben gemeinsam mit meinem damaligen Freund, heute Mann, ich weiß gar nicht wie viele Jahre, vielleicht 6 Jahre im Dachgeschoss gewohnt. Es war natürlich im Winter schön, es war hell, aber es war im Sommer teilweise wirklich unerträglich heiß und das hat keinen Spaß gemacht. Also, mach was, sei aktiv. Schau, dass du dich kühlst, schau, dass du die Hitze meidest und dann hab trotz allem einen schönen Sommer mit möglichst keinem Besuch von Herrn Uthoff. Also alles Liebe für dich und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Danke, dass du heute zugehört hast. Ich hoffe, du fandest es hilfreich. Vielleicht interessieren dich auch die bereits erschienenen Episoden und Beiträge, die du unter ms-perspektive.de/podcast findest. Du kannst auch ein kostenloses PDF mit 11 Tipps für deine positive Einflussnahme auf die MS unter ms-perspektive.de/newsletter erhalten.
Wenn du mit mir in Verbindung treten möchtest, erreichst du mich unter ms-perspektive oder auf Instagram unter ms.perspektive. Bis zum nächsten Mal.